Jetzt mache ich das nämlich umgekehrt. Hier selektiere ich mal hier oben alle Frequenzen. Naja, so bis 2000 Hertz und 15 Kilohertz. Und jetzt muss ich hier oben von Bandpassfilter, nee, das war schon in Ordnung, vom chirurgischen Eingriff auf Masterbereich umschalten. Und jetzt kann ich tatsächlich hier ein Plugin in den Masterbereich einsetzen. Ich nehme jetzt mal den Chorus. Den drehe ich auch mal so auf, dass man so brutal und deutlich hören kann. Und jetzt wähle ich hier aus, dass das ausgewählte Spektrum an den Mastereingang gesendet werden soll. Und das nicht ausgewählte Spektrum soll gleich wieder an den Masterbereich Ausgang, also ohne Effekt, gesendet werden. So, mal gucken, ob das auch funktioniert. So, berechnen. Schwupp. Jetzt hören wir mal rein. Das war noch nicht extrem genug, glaube ich. Ich glaube, ich muss hier diesen Schalter umlegen, das soll es auch gewesen sein. Ne, das war es nicht. Ah, man hört es schon, also ich muss da noch mehr zur Sache gehen, damit man es noch ein bisschen deutlicher hören kann, glaube ich. So. So, jetzt hat man es nicht nur gehört, sondern man kann es hier auch sehen. Ich mache es nochmal. Das Ganze nochmal rückgängig. So, und jetzt nochmal drauf. Berechnen. So. Wir haben es also gehört, ich habe einen Chorus-Effekt nur auf einen selektierten Spektrumbereich angewendet. Und das ist gerade, wenn man es nur noch mit einem Master zu tun hat, unheimlich hilfreich. Ich habe das öfter mal probiert, nachher noch im Mastering Stage auf die Summe zum Beispiel einen Phaser oder einen Chorus zu machen. Und das konnte man immer nur bedingt tun, sonst wurden nämlich gerade die Bässe, die Bassdrum zu stark von dem Effekt mit Leidenschaft gezogen. Das geht aber mit dem Frequenzspektrum-Editor ohne Probleme. Im Lieferumfang der neuen Version Wavelab 7 ist das komplette Sonox Restoration Bundle enthalten. Da ist dabei Sonox Debuzzer, Decrackler und Denoiser. Und das wollen wir mal gleich ausprobieren, denn ich habe ja so schöne Kassettenrekorderaufnahmen von meinen Tracks. Die rauschen und brummen. Gucken wir mal, ob wir das auch wirklich wegkriegen. Dazu rufe ich jetzt erstmal hier den Track auf. So, dann selektiere ich erstmal hier am Anfang den Noise, das Bandrauschen. Jetzt habe ich hier schon die Noise aktiv, den mache ich mal nochmal auf Bypass. Ich glaube, auch ein bisschen lauter stellen, damit man es gut hören kann. So, hier hört man es deutlich rauschen. Und der Sonox Denoiser kann dieses Rauschen erkennen und entweder kontinuierlich versuchen, das Rauschen zu erkennen, oder ich kann auch einen Freeze nehmen. Hier wäre zum Beispiel Freeze gut, weil das hier am Anfang ist nur das pure Rauschen und das wird hier oben dann dargestellt. So, die Erkennung habe ich jetzt eingefroren und kann jetzt hier diese Linie nach oben verschieben. Knapp übers Rauschen und damit sollte dann, jetzt hier das Bypass wegmachen, erstmal schon viel weniger Rauschen zu hören sein. Der Grad der Absenkung kann ich hier noch erhöhen. So, und jetzt ist schon fast Frieden eingekehrt. Ich mache jetzt mal Bypass. So, das hört man deutlich. Rauschen ist verschwunden. Und wenn man vermeiden will, dass der Denoiser zu viele Anteile des Originalsignals mitbearbeitet, kann man hier noch ein High Frequency Limit einstellen.
So. Ich mache das jetzt nochmal ein bisschen breiter hier. So, jetzt haben wir das Rauschen weg, bleibt aber noch das Brummen. Und auch dafür gibt es von Sonox eine Lösung. Da rufe ich jetzt hier einfach den Sonox Debuzzer auf. Und der erkennt auch automatisch, hat er jetzt detected, das Brummen. Und hätte ich auch gesagt, das war bei 50 Hertz, konnte man ziemlich gut hören. Dafür gibt es aber auch noch den Kontrollton, den man anschmeißen kann, um sich zu vergewissern, ob die Erkennung da auch einigermaßen richtig liegt. Tut sie meiner Meinung nach. So, jetzt haben wir eigentlich schon dafür gesorgt, dass wir mehr oder weniger kein Brummen und Rauschen mehr hören. Hier kann ich auch die Erkennung auf Freeze umstellen, wie beim Denoiser. Ich habe die Möglichkeit, hier auch die Empfindlichkeit anzupassen und auch hier den Absenkungslevel noch zu regulieren. So, jetzt hören wir das nochmal an. Ich mache jetzt mal alles aus. Denoiser und die Buzzer aus. Hoi. Und jetzt mache ich beides an. Und es ist ja wohl ein deutlicher Unterschied. So, jetzt sind wir leider schon am Ende unserer kleinen Probefahrt mit Wavelab 7 für den Macintosh. Also, Mekiana, die auf keinen Fall in ihrem Tonstudio, nicht mal in der dunklen Ecke einen PC dulden, die können aufatmen und jetzt endlich zugreifen und wahrscheinlich mit dem erfolgreichsten PC-Audio-Editor auf dem Markt auch endlich auf ihren Macs arbeiten. Wavelab 7 ist wirklich die absolute Vollausstattung, wenn es um Audiomontage, DVD oder CD-Authoring geht oder einfach schlicht um gutes Mastering. Das Einzige, was mich hier noch so ein bisschen gestört hat, ist, dass das Handling mit den Arbeitsbereichen und mit den Windows für mich nicht so richtig intuitiv war und ist. Und deshalb wünsche ich mir auch ganz besonders, dass Steinberg noch mal umdenkt und vielleicht dem Programm auch noch ein richtiges Manual, wenigstens als PDF, spendiert. Ansonsten würde ich sagen, Wavelab 7 für den Mac. Es hat lange gedauert, aber jetzt ist es da. Ich bin mir sicher, ihr werdet viel Spaß mit diesem Programm haben. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf diesem Sender. Make More Music mit MuseTalk. So, und jetzt habe ich ein totes Display. Warum eigentlich? Kriegst du das ran? Ja? Wo ist denn eigentlich der Analyzer ist verschwunden, den sehe ich nicht mehr. Da wollen wir doch mal gucken, ob wir das wieder rauskriegen. Kann ich also alles nochmal machen. Und ich glaube, es ist schon wieder abgestürzt.